Es gibt eine große Messkampagne, die ist in ganz Deutschland durchgeführt worden. In Hessen wurde das ganz massiv sogar noch vom Umweltministerium durchgeführt. Da gibt es eine Bodenluftmesskampagne und es wird quasi in ganz Hessen werden Löcher in den Boden gebohrt, um die Radonkonzentration vor Ort zu bestimmen. Und mit diesen Messdaten, der zugrunde liegenden Geologie, Innenraummessungen, wurde eine sogenannte Vorhersagekarte erstellt für das Radonrisiko in einzelnen Gebieten, um zu schauen, gibt es Gegenden, in denen es mehr Gebäude gibt, die betroffen sind, wie jetzt im Bundesdurchschnitt. Und das haben wir die letzten Jahre gemacht und in Hessen haben wir momentan keine festgelegten Radonvorsorgegebiete. Warum machen wir jetzt Strahlenschutz für Radon? Die Gefahr von Radon besteht darin, dass bei hohen Konzentrationen über einen langen Zeitraum sich das Lungenkrebsrisiko erhöht. Wenn wir uns die Strahlenbelastung, die durchschnittliche der Bevölkerung angucken, dann stellen wir fest, die eine Hälfte ist irgendwie medizinisch-technischer Natur, das sind Röntgenaufnahmen, Bestrahlungstherapien und. Das hat alles irgendeine Indikation, um irgendwas zu tun. Die andere Hälfte ist natürliche Radioaktivität. Der größte Anteil aber der natürlichen Strahlung ist quasi Radon. Ja, das ist der Löwenanteil. Und wenn wir diese Belastung in der Bevölkerung senken, dann ist unser Ziel damit, die Gesamtgesundheit einfach zu erhöhen.